Herzlich willkommen bei Ausfahrt TV. Wir präsentieren euch heute die neue V-Klasse als V250 in der Edition One. Die höchste Ausstattungslinie, die es im Moment gibt, zeitlich limitiert. Die V-Klasse gab es schon mal von Mercedes. 1996 wurde das erste Mal ein Van von Mercedes vorgestellt. 2003 wurde die V-Klasse abgelöst, die nicht besonders erfolgreich war. Nicht zuletzt, weil sie, glaube ich, immer ein bisschen Rostprobleme hatte. 2003 sind der Viano und der Vito neu gekommen. Der Viano war immer mehr ein Personentransporter, der Vito so ein bisschen mehr das Baustellenfahrzeug von Mercedes. Nun will Mercedes mit der V-Klasse wieder ein Zeichen setzen, dass sie sagen, die V-Klasse wie die A-Klasse und die CLA-Klasse ist ein Personenfahrzeug. Und von dem Vito wird es demnächst einen Nachfolger geben auf der gleichen Basis. Der einzige Mitbewerber, der uns einfällt, ist der Platzhirsch, der Volkswagen Multivan, der T5. Und wir wollen jetzt mal gemeinsam angucken, was Mercedes geschafft hat. 2,1 Liter, 190 PS und 440 Newtonmeter. Und wie sich der fahren lässt, das schauen wir uns heute mal an. Fakten, Fakten, Fakten. Die V-Klasse beschleunigt innerhalb von 0 auf 100 km/h innerhalb von 9,1 Sekunden. Und die Höchstgeschwindigkeit liegt mit 206 km/h im durchaus akzeptablen Rahmen für längere Touren auch auf der Autobahn. Der NEFS-Verbrauch wird von Mercedes-Benz mit 6 Litern angegeben. Und für einen kurzen Moment steht auch die sogenannte Overboost-Funktion zur Verfügung. Dann hat man 14 PS bzw. 40 Newtonmeter mehr zur Verfügung. Werfen wir kurz noch mal einen Blick auf die Außenmaße. Die neue V-Klasse ist 5,14 Meter lang, 1,92 Meter breit und 1,88 Meter hoch. Damit ist sie länger und breiter, aber auch flacher als der direkte Mitbewerber. Wir fahren hier übrigens die Edition One. Preislich gesehen schon am oberen Ende der Fahnenstange. Wer den Preis von 67.378 Euro investiert, bekommt allerdings auch eine umfangreiche Ausstattung. Die Edition One gibt es in der 190 PS Version mit der 7 G-Tronic Plus und Sportfahrwerk. Optional gibt es auch das Agility Kontrollfahrwerk mit selektiven Dämpfern, was hier auch verbaut ist. Verbaut ist auch das LED-intelligente Lichtsystem, welches dank dem Stand der Technik nicht nur die Straße erhält, sondern auch die anderen Verkehrsteilnehmer nicht blendet. Eine Chromzierleiste in der Stoßstange vorne und die Edition One Embleme in den Kotflügeln lassen die Sonderserie auf den ersten Blick erkennen. In den Radkästen drehen sich 19 Zoll Felgen. Darüber hinaus gibt es eine Colorverglasung im Fond, beidseitig elektrische Schiebetüren und die EasyPack Heckklappe mit der separat zu öffnenden Heckscheibe. Die Heckklappe lässt sich ebenfalls elektrisch öffnen und schließen, wenn man denn hier an den Taster ran